Ja, hallo meine lieben GeolebenTV Zuseher, schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Heute kommen wir zu einem weiteren Interview, zu einem weiteren Thema mit Sören Schumann, und zwar geht es um Hautprobleme. Sören Schumann hat ja in seiner Pubertät und lange Jahre mit schwerer Akne, mit schweren Hautproblemen zu tun gehabt und hat eben auch hier seinen eigenen Weg gefunden, das Ganze anzugehen und eben zu heilen. Aber wie das ganz genau funktioniert, das erzählt er euch natürlich im Interview jetzt genau anschließend. Also das wie immer natürlich nach dem Intro. Ja, Sören, also das sind auf jeden Fall jetzt mal sehr, sehr wunderbare Einblicke, so wie du mit deiner Borreliose-Diagnose eben umgegangen bist und sie auf jeden Fall jetzt mal, so habe ich es auf jeden Fall verstanden, so weit eingedämmt hast, dass du symptomfrei bist, ja, und so wirklich alle loswerden tut man möglicherweise eh nicht mehr, aber du bist jetzt auf jeden Fall auf einem guten Weg. Sehe ich das jetzt richtig? Ja, definitiv. Also wenn ich, also sonst hätte ich vielleicht so die Aussage bekommen, oder liest man ja, wenn man jetzt nichts macht, dann in einem Monat geht es dir so, in zwei Monaten geht es dir so und in drei Monaten bist du dann halt im Rollstuhl oder so oder hast MS oder was weiß ich. Ja. Und dafür fühle ich mich jetzt noch recht gut. Gott sei Dank, sieht man auch. Okay, da hätten wir ja noch ein zweites sehr, sehr interessantes Thema, lieber Sören, mit dem du ja auch konfrontiert worden bist aus eigener Erfahrung, und das hat was mit der Haut zu tun. Ja? Bist du da auch so frei, noch einmal uns das zu berichten, um was es da jetzt genau geht und vor allem, wie du dann auch damit umgegangen bist und was du dann auch den Zusehern dazu noch empfehlen kannst? Jo, auf jeden Fall. Also ich probiere es mal ein bisschen zu komprimieren, dass die wichtigsten Fakten, dass ich das jetzt gut an den Mann und an die Frau bringe. Also ich war knapp 10 Jahre lang daran betroffen, hatte sehr starke Akne. Natürlich war es manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ich habe am Anfang, wie die meisten, irgendwelche Sachen außen aufgetragen. Ich habe dann härtere Medikamente genommen, also Antibiotika innerlich und äußerlich. Dann noch später noch weitere heftige Sachen, was ich vorhin schon angedeutet hatte mit dem Aknenormin, was ja auch extrem starke Nebenwirkungen hat, was zum Beispiel die Glückshormonproduktion im Gehirn runterfährt, was zum Beispiel den Darm sehr stark angreift, was die Leber sehr stark angreift. So, jetzt im Nachhinein weiß ich, okay, diese Sachen, die ich damals gemacht habe, greifen nur an den Symptomen an. Äußerlich, gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Klar, die Sachen ziehen auch in die Haut ein und der Körper muss sie irgendwie wieder ausscheiden. Ist nicht optimal, ist ein negativer Faktor, aber das ist nicht ganz so schlimm wie die Sachen, die man innerlich einnimmt, zum Beispiel Antibiotikum. Innerlich schwächt zum Beispiel extrem den Darm, die Leber muss viel mehr arbeiten. Und das sind ja quasi, das sind die wahren Ursachen hinter den Hautproblemen. Also einmal, dass ich mit Nährstoffen sehr stark unterversorgt bin, dass ich mich schlecht ernähre. Erster Punkt. Zweiter Punkt, dass ich überlastet bin mit Müll, mit Giften, mit schlechter Nahrung. Das heißt, der Darm funktioniert nicht mehr richtig, die Verdauung funktioniert nicht mehr so richtig, die Nährstoffe können nicht mehr aufgenommen werden, vielleicht sogar löchriger Darm, Leaky Gut. Und natürlich sammelt sich da auch viel, viel Müll an. Also einige von euch haben vielleicht schon mal gefastet oder mal einen Einlauf gemacht oder eine Kolonhydrotherapie. Und da sieht man mal, was da so alles rauskommt, was sich da quasi im Körper einlagert, weil der Körper keine andere Möglichkeit hat, weil man ihn so schlecht behandelt, dass das das Beste ist für ihn sozusagen. Da muss man schon mal überlegen, okay, wie geht's ein? Also wie weit ist es dann gekommen, dass der Körper sagt, okay, ich halte das jetzt in mir fest, das ist noch die beste Variante, die beste Lösung. Und also ich wurde halt so, ich habe das gemacht, was mir empfohlen wurde von der Schulmedizin, und das ist meiner Meinung nach, wird halt nur an dem Symptom gearbeitet, plus die Ursachen werden noch verstärkt. Ähnlich wie bei der Borreliose mit dem Antibiotikum, was ich erklärt habe. Also die Sachen, die eh schon sehr stark belastet sind, zum Beispiel Darm und Leber, Immunsystem, schlechte Vitalstoffversorgung, werden noch mehr
angegriffen, noch mehr quasi der Status von denen wird noch weiter gesenkt, die Leistungsfähigkeit. Und dann ist es ja kein Wunder, dass meine Akne, meine Neurodermitis oder auch Schuppenflechte nicht weggeht, sondern dass sie da bleibt oder vielleicht sogar noch schlimmer wird. Leider habe ich halt 7, 8 Jahre gebraucht, um das zu verstehen und dann gemerkt, okay, mit der Ernährung kann ich darauf einwirken. Über Ernährung haben wir schon gesprochen am Anfang. Was es da alles zu beachten gilt. Aber dann habe ich, dann, das hat zwar schon etwas geholfen, aber dann habe ich mich zum Beispiel sehr viel mit Entgiftung beschäftigt. Also ich habe zum Beispiel mal so eine Darmreinigung gemacht. Ich habe mich mit Fasten beschäftigt. Also habe es auch selber ausprobiert, mehrfach. Habe sehr viele mit grünen Säften zum Beispiel auch gearbeitet, mit Wildkräutersäften, mit Wildkräutern allgemein auch sehr viel gearbeitet, weil ich da zum Beispiel auch sehr gut an den Ursachen ansetzen kann. Zum Beispiel die Darmgesundheit auf Vordermann bringe. Sehr viele Bitterstoffe mir zuführe, die sehr entgiftend wirken auf die Leber, die auch das Geschmacksempfinden wieder in eine richtige Richtung bringen, weil wir unsere Geschmacksnerven ja vollkommen verzogen sind, sage ich mal, verwöhnt sind und voll in falsche Richtung gelenkt wurden, weil da viele Nährstoffe drin sind, viel Chlorophyll, was das Blut reinigt, was die Leber reinigt, was die Darmschleimhäute regeneriert, weil viele Mineralien und Spurenelemente und auch Vitamine drin sind, Vitamin C, Eisen, Magnesium, aber auch so ganz kleine Sachen, Mangan, Kupfer, Zink, Molybdän und so weiter. Das sind alles sehr, sehr wichtige Sachen. Und ich habe halt an den Ursachen gearbeitet und dann gemerkt, okay, es wurde immer besser. Dann habe ich noch Vitalstoffe eingenommen, haben wir auch schon darüber gesprochen, was man alles machen kann. Vitamin C, OPC, Zink und so weiter. Und so hat sich dann im Großen und Ganzen quasi ein Konzept entgeben, was ich quasi selber ausgetestet habe, was ich auch anderen Leuten empfohlen habe und womit die auch riesige Erfolge erzielen konnten. Also wenn ich sie quasi beraten habe oder wenn sie jetzt mit meinem, also ich habe da auch 2 Videokurse, 2 Programme sozusagen, die darauf abzielen, wo man seine Hautprobleme sehr gut damit lösen kann. So, jetzt habe ich es mal probiert, sehr stark zu komprimieren. Und vielleicht hast du noch ein paar Fragen dazu. Ja, lieber Sören, also für mich klingt das natürlich alles sehr wunderbar und sehr, man denkt, das sagt jemand, der ja sehr, sehr reflektiert ist und der einfach auch einen gewissen Weg hinter sich schon hat und eine Entwicklung und auch einiges an sag mal, Einbahnen gegangen ist und dann was für sich entwickelt hat. Akne zum Beispiel, es ist ja quasi so eine Hautproblematik, sage ich jetzt mal, die man halt so als normal sieht, wenn man die hat, so in der Adoleszenz oder quasi in der Pubertät, das hat man halt. Ja. Ich hatte das nicht und bin mir deswegen komisch vorgekommen. Ja. Also ich hatte keinen einzigen Pickel. Ja. Also habe ich mir gedacht, was stimmt mit mir nicht? Ja. Also, was will ich damit sagen? Eigentlich ist ja Akne oder Hautprobleme für uns ganz normal. Ja, das sozusagen ein 15, 14, 15, 16-Jähriger hat. Jetzt stelle ich mir dann nur vor, du hast mir gesagt, also wie gesagt, habe ich gesagt, du bist da sehr reflektiert, du hast das für dich entwickelt und du weißt mittlerweile, wie wichtig und gescheit eine dementsprechende Ernährung oder eine Arbeit an den Ursachen ist, eben auch mit Ernährung und mit den dementsprechenden Zusatzvitalstoffen. Aber sag das einmal, was würdest du jemandem raten, der dem 16, 17-Jährigen, ja, aus deiner jetzigen Sicht, du warst da wahrscheinlich auch in dem Alter, ja, wenn du das 10 Jahre lang gehabt hast, was würdest du einem 15-, 16-Jährigen raten, der sich jeden zweiten Tag von McDonald's und Burger King ernährt und wo das Gesündeste schon der Salat ist von McDonald's, den er vielleicht alle 2 Wochen isst? Ja, ist halt so. Und was würdest du dem raten mit seiner Akne? Wie würdest du das angehen, damit er das auch wirklich eventuell umsetzen kann und verstehen? Weil das stelle ich mir vor, wenn du dem jetzt erzählst, du musst dich nur mehr von Smoothies und von grünen Wildkräutern ernähren und dass der sagt, diesen da macht er. Ja? Was würdest du da, wie würdest du das angehen? Also einmal würde ich noch kurz was zu dem ersten Punkt, den du erwähnt hast, sagen. Klar. Und zwar, dass es ja normal ist, dass man Akne oder Hautprobleme hat. Es ist aber nicht normal, es ist einfach nur ein Symptom, was halt rauskommt. Auch besonders in dem Alter, aber es ist nicht normal. Also da gibt es sehr interessante Untersuchungen bei Naturvölkern. Da wurde geguckt, da wurden mehrere 100 Leute oder 1000 Leute untersucht und da hatte kein einziger hatte Akne. Und dann wurde halt geguckt, wie ernähren sie sich und so weiter. Und das war halt sehr ursprünglich, sehr vitalstoffreich, haben sehr mit Natur verbunden gelebt und so weiter. Und dann hat man überlegt, okay,
Liegt es jetzt an den Genen? Weil es kann ja sein, dass es einfach eine gute Genetik haben, dass es dort nicht auftritt. Also dann hat man bei den Naturvölkern beobachtet, wenn die zum Beispiel umsiedeln oder wenn sie in andere Länder gehen und deren Verhaltensweisen, Ernährungsweisen, Lebensstil übernehmen, dass sich dann sehr wohl Akne entwickelt oder Hautprobleme entwickeln. Das heißt, man kann es nicht auf den genetischen Faktor schieben. Und du hast ja dieses Alter angesprochen. Ja, es ist meist bei den, jüngeren Leuten in der Jugend sozusagen. Aber mittlerweile haben auch extrem viele Leute, die erwachsen sind, Akne, wegen den benannten Ursachen, die ich schon erwähnt habe. Und auch zum Beispiel sehr, sehr viele Frauen, starke Hautprobleme, Akne, Neurodermitis und so weiter. Was auch sehr viel mit der Antibabypille zum Beispiel zu tun hat, die da extrem viel Ungleichgewicht in den Hormonhaushalt reinbringt und die Symptome auch, die Ursachen auch noch verstärkt. So, und jetzt zu deiner Frage, was ich einem 16-17-jährigen sagen würde. So, mit den Sachen, die ich vorhin erzählt habe, werde ich ihn wahrscheinlich nicht so locken können, aber ich würde halt individuell gucken. Wenn er jetzt zum Beispiel sportlich sehr aktiv ist und ich ihm erkläre, hey, wenn du zum Beispiel deine Ernährung ein bisschen veränderst, du musst ja nicht alles machen, aber wenn du deine Ernährung veränderst, dann wirst du dich auch viel fitter fühlen, dann wirst du mehr Ausdauer haben, dann kannst du besser Muskel aufbauen, bist leistungsfähiger, musst vielleicht weniger schlafen, regenerierst dich schneller. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Oder wenn ich jetzt jemanden habe, der schon vielleicht sich sehr für die Schule interessiert oder Großes vorhat, dann würde ich sagen, hey, deine Leistungsfähigkeit wird wahrscheinlich besser werden, du kannst dich besser konzentrieren, musst weniger lernen, weil es einfach dein Gehirn besser funktioniert, wenn du dich besser ernährst. Oder ja, gibt es verschiedene Faktoren. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht überfordern. Ich würde erstmal mit einer Sache anfangen, und das wäre höchstwahrscheinlich die Ernährung, und einfach mal sagen, hey, probier doch mal aus, eine Woche keinen Zucker zu dir zu nehmen. Alternativen, du kannst zum Beispiel Trockenfrüchte nehmen, nimm mehr Obst, Dattelsirup, Stevia, was weiß ich, Xylit in kleinen Mengen ist auch okay. Ihm das zeigen, hey, da und da bekommst du die Sachen, das nimmst du. Und erstmal mit einer Sache anfangen und dann wird er schon ein bisschen was merken und dann muss man natürlich, ist es die Kunst, dass man denjenigen dazu bekommt, am Ball zu bleiben. So würde ich vorgehen. Ja, da habe ich auch noch eine kleine Anekdote dazu zu sagen. Wie gesagt, ich habe mit jüngeren Erwachsenen zu tun und es kann immer wieder mal vorkommen, dass ich eben, dass ich ihnen was von Ernährung erzähle oder beziehungsweise sie was wissen wollen, weil ja alle immer drauf kommen, dass ich einen YouTube-Kanal betreibe. Und dann kann es schon mal sein, dass ich eben was sage und da merke ich, dass sie unglaublich interessiert sind eigentlich an dem Thema, an Gesundheit, ja, dass sie das eigentlich sind, ja, dass sie eigentlich wissen wollen, wow, was kann ich, wie funktioniert das, warum ist das so? Und sie sind auch interessiert daran, gut auszuschauen, das ist ja auch so, sowas, genau, ja. 18-, 19-Jährige gehen ja auch oder noch jünger gern ins Fitnessstudio, weil sie ihre Muskeln aufbauen wollen und einfach besser ausschauen wollen. Und da kann ich sie dann immer kriegen. Weißt, da habe ich so das Gefühl, das sind dann so Gründe, wie du eh auch aufgezählt hast, na, weil sie eben auf Schulleistung verbessern können oder vielleicht da was besser machen können, weil sie eigentlich woanders Vorteile haben. Und das finde ich, da bin ich selber sehr überrascht über, dass man denkt, wow, ich könnte ihnen da wirklich stundenlang referieren. Ja, das würde sie im Augenblick jetzt mehr interessieren, als würde es um was es in dem Bereich mit dem ich arbeite, mit ihnen eigentlich geht. Ja. Also das Interesse, denke ich, ist auf jeden Fall da. Ja. Also sie wollen, auf der einen Seite, denke ich mir, ist es wirklich einfach total schwierig, wenn wirklich an jeder Ecke Burger King steht und sie einfach auch in dem Ganzen einfach auch drinnen stehen und einfach zum Teil ja auch gar nicht mehr auskönnen, weil zu Hause wird auch sehr selten gekocht und die Mama kocht da mittlerweile auch Fertigprodukte. Ich mag da jetzt keinen Ausschlag holen machen, aber ich denke, es ist halt dann für die Leute wirklich schwierig. Sie werden halt in dem System mittlerweile großgezogen, wo es nicht mehr wirklich gesunde Nahrung gibt. Und auf der einen Seite merkt man, aber wie gesagt, sie würden sich total interessieren für das, sie merken schon, sie werden ja immer dicker. Viele, wie Übergewicht ist auch bei uns ja auch mittlerweile ein Thema. Ja, das ist natürlich auch für viele, kann man sie auch motivieren. Und natürlich, man muss halt schon vorher ansetzen mit dem, sagen wir mal, ein gewisses Bewusstsein schaffen schon während der Schwangerschaft natürlich schon, was die Mutter da isst, das wird natürlich auch schon beeinflusst, die Geschmacksnerven. Ja, natürlich, klar. Ja. Wenn da nur
Fastfood am Start ist. Ja, weil du eben auch noch sagtest, ob man noch die eine oder andere Frage dazu einfällt. Natürlich würde mich dann auch interessieren, gäbe es denn, ja, um das Ganze vielleicht doch ein bisschen leichter zu machen für andere, gäbe es denn eine Salbe, wo man sagen kann, okay, die ist aus natürlichen Stoffen eben gemacht worden. Gibt es da irgendwas, ja, was man sie eben dann einmal draufschmieren kann? Ja? Jein, also ja, es gibt da auf jeden Fall verschiedenste Sachen. Es wird jetzt aber wahrscheinlich nicht die eine geben, die jedem weiterhilft, weil jeder auch ein bisschen anderen Hauttyp hat oder ein anderes Hautproblem. Was zum Beispiel mir immer gut hilft, ist Teebaumöl. Dazu hast du ja, glaube ich, auch schon mal ein Video gemacht. Ja, Teebaumöl, genau. Mit DMSO oder andere Sachen mit DMSO kombiniert. Was kann man, also Jojobaöl zum Beispiel noch. Ja, mit anderen Ölen kombinieren. Also in der Richtung kann man was machen. So, ich würde jetzt ungern sagen, hey, die eine Salbe hilft dir weiter, weil es ist zwar eine bessere Symptombehandlung, aber es meiner Meinung nach oder es ist meiner Meinung nach keine primäre Ursachenbehandlung, weil zum Beispiel Pickel entsteht vielleicht, weil es zu stark verhornt oder zu viel Teig produziert wird und sich dann Entzündungen bilden. Mhm. Und dagegen kann ich mit der Salbe dagegen wirken. Mhm. Aber die primäre Ursache ist zum Beispiel eher, dass ich mich schlecht ernähre und sage, hey, okay, dass man zu starke Blutzuckerschwankungen hat und Insulin ausgibt. Da gebe ich dir total recht. Aber ich würde das einfach eher so sehen, dass man Menschen, die eben da überhaupt noch nicht in dem Thema drin sind, einfach wirklich so ein bisschen lockt und dann man sagt, okay, es gibt eben auch was anderes als Cortisonsalben und Sonstiges. Auf jeden Fall, ja. Sondern du hast da mal eine Möglichkeit, eben auch mit Teebaumöl oder eben mit dem Jojobaöl und vielleicht das eine oder andere noch, einfach einmal anstatt den Salben, die du vom Onkel Doktor verschrieben bekommst, selber herzunehmen. Und für mich war ja, natürlich ist es Teebaumöl auch keine Ursachenbekämpfung, aber für mich war das natürlich schon ein unglaublicher Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, mit dem kann ich mir echt selber helfen. Natürlich muss ich an die Ursachen auch noch anders rangehen und es hat mich schon mal damals davon ferngehalten, eben, dass ich nicht schon wieder in ein Krankenhaus muss, wo sie mir wieder irgendeinen Abszess rausschneiden müssen, weil das habe ich dreimal genossen mit viel Antibiotika zusätzlich und das habe ich mit dem kleinen Tipp, das ich gewusst habe, das habe ich irgendwo gelesen, Teebaumöl hilft. Und mit DMSO hast du es noch kombiniert, oder? Mit DMSO habe ich später noch, aber ganz früher, vor 15, 20 Jahren, halt ohne DMSO. Und da habe ich gemerkt, wow, das hilft. Und seitdem habe ich auch, Gott sei Dank, da nichts mehr gehabt. Also allein das hat mir schon weitergeholfen. Darum frage dich einfach, ob es da auch noch Möglichkeiten gibt. Und mit DMSO funktioniert das Ganze einfach nur um ein Stück besser und schneller. Ja. Ja, lieber Sören, also zu Akne und zu Hautproblemen könnte man auch noch ganz viel sagen. Und wir merken einfach immer wieder, die Grundursachen, ja, die gipfeln immer irgendwo wieder am selben. Es hat was mit der Ernährung zu tun. Es hat einfach mit dem was zu tun, wie wir mit unserem Körper umgehen auf der Ernährungsebene. Bewegen wir uns, sorgen wir dafür, dass unser Körper die Entgiftung oder die Gifte aus dem Körper wieder rausbringt. Denn das ist, glaube ich, so das Um und auf, es geht immer wieder um die Gifte, die wir drinnen haben und was bringen wir hinein, um unsere Organe, unseren Körper zu stärken. Schlussendlich, glaube ich, ist es ja dann einfach eine gute Nachricht, weil man da nicht also an wahnsinnig viel Hebeln eigentlich herumtun muss, wie das die Schulmedizin eben macht. Eben für jedes kleine Zipperlein gibt's das oder gibt's dieses oder jenes, sondern man kann eigentlich mit wenigen Dingen. Die sind zwar sehr einschneidend, das gebe ich zu, seine Ernährung von Burger King auf, sage jetzt einmal zumindest ausgewogen mit viel Roh oder einiges an Rohkost und zumindest guten Qualitäten, das umzutauschen ist zwar sehr einschneidend, aber eigentlich relativ einfach. Ja, ja, definitiv. Und ach so, eine Sache, die ich vorhin vergessen hatte, ich habe ja immer von Darm und Leber zum Beispiel gesprochen, also es wird dann halt, wenn diese Entgiftungsorgane auch die Nieren überlastet sind, wegen den ganzen Sachen, die wir besprochen haben, dann wird halt über die Haut ausgeschieden. Genau, Haut ist ein riesengroßes Ausscheidungsorgan, ist einfach so. Man muss dann eben auch nicht immer gleich sofort Angst haben und zum Arzt rennen, wenn man gerade Entgiftung zum Beispiel macht, dann kommen halt Pickel, das ist halt auch mal so. Aber wenn man eben jahrelang Hautprobleme hat und Akne, dann wäre es auf jeden Fall wichtig und gut, da wirklich einmal an den Grund zu gehen, sage ich jetzt einmal, und da wirklich einiges zu verändern. Okay, Sören,
Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren, weil ich so das Gefühl habe, wir sind mit vielen Dingen auf sehr, sehr ähnlichen oder ziemlich gleichen Ebene, ob das jetzt Ernährungsansätze betrifft, ob das gewissen Mittel betrifft, über die wir eigentlich auch noch reden wollten, ob das jetzt Terpentin, MNS, CDL, Borax, was noch immer gibt. Also wir haben sehr viele ähnliche Ansätze und wie gesagt, da könnten wir, glaube ich, wirklich nur heute den ganzen Tag plaudern und es wäre immer noch zu wenig, weil sich daraus eigentlich sehr viel entwickelt. Schlussendlich ist es wichtig, dass unsere Zuseher, meine Zuseher und deine Zuseher wirklich für sich was rausnehmen können, dass sie wirklich verwenden können, dass sie den Mehrwert mitnehmen können. Und um das geht's schlussendlich um euch, ihr lieben Zuseher, damit ihr nicht auch immer nur diese Umwege gehen müsst, die ich gegangen bin, die auch der Sören immer wieder gegangen ist, dass das ein bisschen schneller geht. Ja, in dem Sinne sage ich jetzt einmal herzlichen, herzlichen Dank, lieber Sören, dass wir heute Zeit gefunden haben, diese Videos aufzunehmen mit einem ziemlich großen Mehrwert und vor allem auch sehr viel Hintergrundwissen und eigene Erfahrung. Das ist für mich immer das Wichtigste, dass man wirklich mit Menschen reden kann, die das erfahren haben und nicht über Theorie plaudern und quatschen und dann halt immer nur sagen, ja, das ist halt Fakt, das ist wissenschaftlicher Fakt. Und damit belassen sie es dann. Also wenn jemand dann wirklich Erfahrungen nachweisen kann, dann hat das für mich wesentlich mehr Wert. Ja, danke Sören nochmal. Und ja, meine lieben Zuseher, ihr wisst eh, wenn ihr noch nicht gesund seid, dann werdet es auf jeden Fall Möglichkeiten, Informationen darüber zu bekommen. Gibt es mittlerweile genug? Und ja, alles Liebe. Wir sehen uns beim nächsten Video und oder beim nächsten Interview. Wir sehen uns, Baba. Ciao, tschüss und Servus. Und ciao auch von meiner Seite. Vielleicht noch ein zweites Mal. Wer weiß, wenn ihr noch Interesse habt, dann schreibt es auch gerne unten rein. Genau. Und schaut auf den Kanal. Auf solche Sachen vergesse ich aber ganz gern. Schaut natürlich auch auf den Kanal vom Sören. Da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten. Der Kanal wird natürlich da oben im Laufe des Interviews natürlich auch verlinkt. Und in der Infobox gibt es auch noch eines. Und lasst uns natürlich einen Daumen oder mehrere hoch da und schreibt uns Kommentare, weil das ist uns wichtig. Ja, wir können nur gemeinsam wachsen und eure Meinung dazu ist absolut gefragt und vor allem auch Erfahrungen, die ihr zu den Themen habt. Also jetzt nochmal wirklich Baba, ciao, tschüss und Servus. Ciao.